Ja, komm her. So. Kommt her. Was jetzt, du Stück Dreck? So, haben wir euch beide doch. So geht das. Smaragdstaub. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Trockenfisch. Nichts weiteres. Nein, 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 nein. Hier haben wir noch zwei andere Leichen. Okay, hier ist gar nichts. Was hat er hier so bei sich? Tagesstern. Eine Reliktwaffe, ist die gut, oder? Ja, haben wir auch nur noch zum Verscherben, genauso wie die. Bringt gut Geld. Bringt mal wieder jede Menge Gold. Wir können ja einfach mal runter, richtig? Hab ich da irgendwas gehört? Hier wird doch irgendwas sein, oder? Erscheinung Level 20. So. Haben wir hier irgendwas? Nö. Aha. Aber das ist ein Hebel, oder? Ach so. Ist nur so eine Fackel. Da ist nichts. Hinten ist nochmal so eine Erscheinung. Wo führt der Weg uns denn hin? Weiter nach oben. Ach, guck mal, wo wir jetzt hier sind. Schauen wir uns doch hier mal um. Oh ja, wird uns doch bestimmt gleich irgendwas angreifen. Deswegen mal im Safen. So. Ah, Schema. Bärenrüstung, Bärenstiefel, Chroniken des Clans Sogai, Ballade von Gerd dem Hexer. Und so. Da fehlt noch, lies das Buch des Hofchronisten. Mehr ist hier nicht. So, ich wusste doch, dass uns hier irgendwas angreifen wird. Komm her! Erscheinung. Du weißt, wo ich bin. Zack. So. Und da ist noch eine. Noch eine. So. Noch eine. So. Haben wir euch doch. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier ist doch irgendwo da. Nehme ich natürlich immer mit. Sind hier gute Sachen, um uns mal wieder was Gutes herzustellen. Geht das jetzt auf? Jo. Haben wir das auch. Erledigt. Jo. Gehen wir hier durch. So. Quests. Hauptquests zumachen. Bärenschulausrüstung, Schimmer zur Verbesserung der Bärenschulausrüstung Teil 2. Okay, warum ist hier nur Level 12 und hier 20 Bärenschulausrüstung?
Naja, egal. Verbesserung der Bärenschulausrüstung Teil 1. Diese Stufe 30 ist dafür benötigt. Stehen wir zur Verbesserung der Wolfschulenausrüstung. Ja, und in dem Sinne haben wir ja auf jeden Fall noch mal ein paar Missionen. So. Inventar. Wir sollen da. Und es erhob sich großer Jubel in der Burg, als der fahrende Monsterschlechter erschien, der Hexer Gerd. Jarl Togai, der seit dem Tode seines Kampfbruders Ingmar gar zu bekümmert und lustlos geworden war, wurde von neuer Kraft beseelt. Jarl und Hexer fanden rasch zusammen und unternahmen bald gemeinsame Jagden und Feste, auf denen Gelächter und Getöse kein Ende nahmen. Unleserlich. Dann erzählte Jarl Togai Gerd von der grässlichen Striege in den Ruinen von Endnir, die einst so stolze Festung entweihend, welche in besseren Zeiten unter schüttlicher Wächter der nördlichen Gebiete Arzgelligs gewesen war. Der Kummer des Jarls rührte den Hexer und er kündigte an, die Bestie zu fallen. Doch der Hexer Gerd erklärte als wahrhaft professioneller Handwerksmann, dass er zunächst in einem ersten Auftrag Spigerock von Sirenen befreien müsste. Unleserlich. Und so gab der Jarl Gerd eine pralle Börse und stellte Olven Orks Sohn als Führer in seinen Dienst, der ihn sicher nach Spirebrook bringt und ihm im Kampf gegen die Sirenen beistehen sollte. Gerds Herz füllte sich mit Dankbarkeit und es übergab den Jarl die Rüstungsschema, der es lang mit sich geführt und gehütet hatte, ein Zeichen seiner Entschlossenheit, nach erfüllter Aufgabe sogleich zurückzukehren. Hui. Besuch die Höhlen. Gehen wir erstmal dahin. Nee, so runterklettern, nur. So. Beweg dich! Ja, hätten wir auch da hochklettern können. Mhm. Ja, ja. So. Wo ist denn das? Dann machen wir uns gleich hin. Hier ist... Ja, das ist das in der Nähe und das andere ist auch da in der Nähe. Das ist doch... Super, machen wir erstmal das. Mit dem A-Zeichen kannst du Feuer löschen und auch Gegner, die du mit Igni in Brand gesetzt hast. Warum sollte ich die löschen? Sollen ja verkokeln. Das Schicksal einzelner Personen und manchmal sogar ganzer Gemeinschaften hängt. Ja, schön und gut. So. Machen wir es mit Plätze. Ja. Schwierig, dieses Gesocks zu töten. Ja. Nicht so schwierig, dich zu töten. Ich werde ihn. Pass auf, wo du hinfällst. Nö, und jetzt? Zeig mir gar nichts mehr an. So. Ach,
Ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Macht mal. Keine Zeit für so einen Schwachsinn. Muss jetzt hier dem Weg folgen oder was? Also. Ja, alles gut. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? So ist gut. Komm, hier komm ich doch. Willst du mich verarschen? Ruhe ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Willst du mich verarschen? Hier hoch sollen wir. Ja. Hier rechts rum. Zeigt er mir wenigstens was an. Wem? Dir soll ich helfen? Oh. Ich wollte nur helfen. Einfach mal abhauen, besser ist das. Plötzlich kommst du. Boah, wie schnell sind die denn? Stirb, Hundesohn! Hast du nichts zu tun? Hier. Hallo, lauf. Ach ja, komm, Plätze. Was sind da jetzt? Komm schon. Fick dich. Später vielleicht. Jetzt nicht. So. Gucken, ob wir heute mal da ankommen. Hm? Mann, ey, diese Markierung und dieser Wegweiser, ne? Ja, ja, finde ich auch. Letzte Müll. Neue Markierung, Rock, ne? Sehr schön. Was für Landschaften, episch. Hier komme ich wieder nicht hoch, wa? Doch. Sehr schön. Ja, Lande. Weltreise hier. Ich hoffe, wir kommen auch mal an, der. Ich hoffe, es lohnt sich auch. Für diese Scheißrüstung. Langsam, langsam. Wachter Schatz. Okay. Wo er? Fand ich jetzt nicht so nett. So, nehmen wir mal Feuerschaden. Trinken wir mal eine Schwalbe. Boah. So. Jetzt mein Fan in Ruhe. Ja, spring weg. Wie er uns abzieht und das alles nur, weil unsere Rüstung im Arsch ist. Noch so einer. Verdammt. Jupp. Erstmal mal Brot. So, kriegst du nochmal einen Haken.